Den habe ich vergessen. So, jetzt nehmen wir nochmal den Gemma runter, packen den Kubik hier hin und sagen nochmal so. So, und stell ihn bitte dahin. Aber ich komme doch jetzt nicht über den Zaun. Okay. Zurück. Wir nehmen den Jammer und stören das. Wir nehmen den Kubik und stellen ihn hier hin. Und wir nehmen das Ding und setzen es hier hin. Irgendwie. Und jetzt nehmen wir den Aber wie sonst? Okay, weiß ich noch nicht. Denke ich noch mal drüber nach. Es war auch rot. Rot ist immer schwer. Ich weiß, es ist eine Ausrede. Es ist sicker. Ein großer Haufen Minen. Ich habe keine Ahnung. Nee, also das verstehe ich auch noch nicht. Vielleicht sollte ich wirklich einfach mal eine Pause machen, dass ich sage, okay, genug geknobelt. Fang an, deinen Kopf auszuschalten. Aber die Minen wären nicht meine besten Freunde.
Hier ist rot. Da ist ein Stern. Zu voreilig. Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn ich jetzt wieder so extrem versage, sage ich, okay, ich habe eindeutig zu lange gespielt und sollte vielleicht mal was essen. Jetzt sind sie doch einigermaßen gleich, ne? Jetzt könnte ich doch hier sowas machen. Ja, das reicht, okay. Na gut, das ging ja. Das war jetzt nicht so schwierig. Und das gucken wir uns noch einmal an. Jede Menge Störungen. Das heißt, sind diese weißen, ne? Oh no, es sind wieder die. Die sind doof. Epitaph. Kinderprogramm Codename Samsara endet hier. Logik. Programm hat sich freiwillig zurückgesetzt. Letzter Speicherauszug. Offensichtlich kann ich die Welt nicht meinem Willen unterwerfen. Im Angesicht ewiger Qual erkenne ich, dass selbst wenn ich diese Prüfungen überwinde, ich doch nicht frei sein werde. Wahre Freiheit kommt nur mit der Auslösung von Kampf um Antworten. Das ist viel zu... Programmabkömmling Samsara. Mhm. Was ist das denn? Ach, ist ein Jammer von hinten. Ich dachte gerade so, was soll das denn darstellen? Wo komme ich denn hier hin? Nirgends. Das hat sich gelohnt. Nehmen wir mit. Die kommen hier aber nicht rein, ne? Nein, kommen sie nicht. Gut, dann nehme ich das wieder mit. Dann können wir die ja schon mal versetzen. Und dann schauen wir mal, hier ist irgendwas. Ah, hier sind Schlüssel.
Nehmen wir mit. Dann nehmen wir den Jammer wieder mit. Hier noch was. Nein, das ist mehr oder minder eine Sackgasse. Weil ich ja bis jetzt nur einen Jammer habe. Und hier ist das... Hier ist der Ausgang. Okay. Jetzt bin ich hier. Da ist noch ein Schimmer. Nimm mit. Haha. Haha. Ja, was hätte ich jetzt machen sollen? Nee, ich mach das jetzt nicht nochmal. Jetzt keine Lust mehr. Ich mache jetzt noch C auf und dann... Nein, nicht wieder zurück. Geh da hin. Lass mich hier raus! Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen matschig im Kopf gerade. Ah, hier kann ich auch nochmal komplett Übersicht... Oh, bei 1 fehlt mir auch 1. Okay. Naja, wer weiß. Gehen wir mal hoch. Au. Auch den Arm ein wenig zwischen der Lehne eingeklemmt. Das ist, ah, tut auch irgendwie gerade so ein bisschen weh. Ja, mi. Auch ein DLC hierzu. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es spielen werde. Weil es ist zwar ganz cool, aber es ist doch schon ein bisschen anstrengend, das Spiel. Es ist schon ein wenig anstrengend. Deswegen muss ich mal sehen. Also das Spiel an sich ist total cool. Da sage ich nichts gegen. Aber den Rest mache ich dann das nächste Mal. Auch das Lesen, weil ich mag nicht mehr lesen. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Werde mal gucken, ob ich vielleicht Armbrot esse. In dem Sinne, bis dann. Tschüss.